Wo ist der Regler für große Titten, kleine Taille, großer Arsch? Gibt's das nicht? Ich frag für einen Freund. Ich muss ja eh alles klären auf der Karte, weil in der letzten... Oh mein Gott! Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie ich Dinge werfe. Das ist das, was ich gerade noch in meinem Leben brauche, um glücklich zu sein. Ich spiele gerade so richtig feige. Ich laufe in deren Gebiet, schlag ein, zwei Mal und dann laufe ich wieder raus, bevor ich sterbe. Das klingt nach einer guten Strategie. Das kann ich auch mal probieren. Es ging darum, dass ich gefragt wurde, ob ich mitbekommen habe, dass es die zweite Staffel von Seven vs. Wild geben wird und ich gesagt habe, dass ich keine einzige Folge davon gesehen habe, aber das nicht bedeutet, dass ich es schlecht finde, sondern nur, dass ich einfach den Content von Leuten präferiere, die ich mag, was nicht heißt, dass ich Fritz scheiße finde, sondern einfach nur, dass ich ihn nicht kenne und ich schaue deswegen lieber Content von Freunden, auch dann, wenn die Qualität des Contents von meinen Freunden manchmal nicht das Bessere ist, was nicht heißt, dass meine Freunde keine gute Qualität haben. Und dann hat mein Chat gesagt, das heißt, ich finde die Inhalte von Max schlechter als die von meinen Freunden und hat damit geäußert, dass Max nicht zu meinen Freunden gehört. Und jetzt versucht das zu tweeten. Sorry, Max, wir sind jetzt nicht mehr befreundet. Mein Chat hat das entschieden. Soll ich dir mal einen echten Hasen zeigen? Ja, beschleunigt das Bevölkerungswachstum. Da habe ich gerade Kondome verboten. Ah, Spiele. Ich habe schon 300.000 Punkte ausgegeben. Es macht so viel Spaß, diese Animationen abzuwarten. Irgendwie kaufe ich das nicht ab. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Aber mich hat halt niemand geworfen so. Ich muss kurz AFK. Ich bin am Klo. Okay. Es gibt ein Plumpsklo. What? Ich sitze gerade in diesem Spiel auf einem Plumpsklo. Alles klar. Kannst du nicht den Gegner mit Kacke bewerfen, Dom? Ich weiß nicht. Gibt's hier Kacke? Öffnen? Freie die gefangen. Nee, leider nicht. Aber ich kann hier sitzen und kacken. Guck mal, ich halte Dalu gerade. Ist das dein Haustier? Das ist mein Haustier. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich wurde niedergetrampelt von einem Pferd. Das könnte die erste schnelle Runde sein. Oh, was war das? Auf der Geraden. Da steht sie und das muss man halt sagen, wenn sie jetzt einen wirklichen Schaden hat, also auch mit dem Auto, dann... Ist Wispern bei Teamspeak sowas wie Gruscheln bei SchülerVZ? Kannst du bitte... Irre in dein Arsch! Ja, ich will nicht an den Snipern zweifeln, ich sniper nicht an den Zweifeln, snipen, Zweifel, Sniper. Aber... Ich gehe jetzt schon noch einen Schritt nach hinten. Im Zweifelfall lege ich Musik drunter. Dann ist es ein Song. Dann ist es von der Kunstfreiheit gedeckt. Es ist ein Arschlochbuch, es ist ein Arschlochbuch. Ein richtig dreckiges Arschlochbuch. Es ist ein Song, deswegen könnt ihr mir nichts. Es ist ein Arschlochbuch, es ist ein Arschlochbuch. Es ist ein Arschlochbuch. Geil. Und jetzt machen wir einen Remix draus und dann wird's ein GIF. Ah, das war die falsche Richtung. Also, vorher von mir das Briefing, geht sorgsam mit den Autos um. Ich weiß nicht, ob sie da dabei war. Es tut mir so leid! Aber ich rauche jetzt Gras, also im Spiel tatsächlich. Ich habe die Charaktereigenschaft Hashishia bekommen. Ali ist darauf angewiesen, Haschisch zu konsumieren, um mit dem Druck des alltäglichen Lebens fertig zu werden, weil meine jüngste Frau leider bei der Geburt gestorben ist. Der hat keine Arme mehr. Oh mein Gott. Und der headbuttet mich. Alter. Okay, die Leute wollen Nasenlöcher, Tarek. Aber danke für das Angebot. Möchtest du deine Nasenlöcher auch zeigen? Nein. Nicht? Okay. Ich schäme mich dafür. Ich habe meine Nasenhaare nicht rasiert. Man kann Nasenhaare rasieren? Natürlich. Was machst du mit den Achseln?
Ich bin eine Frau, ich habe keine Achselbehaarung. 1293 Gold. Du bist die Mörderin, du musst mir bezahlen. Stell dir mal vor, wie viel Essen, wie viel Raclette man mit 1293 Gold bezahlen könnte. Ja, du kannst nicht alles in Raclette umwandeln. Doch. Eine schnelle Runde noch. Die kannst du noch in Ruhe zu Ende fahren. Naja, in Ruhe, ne? Das kann nicht sein, ich verstehe es nicht. Das ist mein Kopf. Sollen wir eine Grobhandwerkhütte bauen? Die kriegt auch einen Namen. Keine Freiheiten. Das ist ja mega bitter. Wir brauchen einen besseren Namen. Ich kann das nicht keine Freiheiten nennen. Keine Freiheiten klingt mega schlimm. Ach so, keine Feinheiten. Dankeschön, Forest 01010101. Oh Gott! Ich mache komische Geräusche, wenn ich am Überlegen bin. Ach, die meinen Körperhygiene. Die meinen, dass man sich wäscht. Man macht sich damit sauber. Aber wer würde sich denn waschen? So, und jetzt soll ich Waschlappen erfolgreich ausführen. Wie führe ich Waschlappen erfolgreich aus? Und wenn deine Supervillain Origin Story mal erzählt wird, dann irgendwo war mal, ne, die liebe nette Pia hatte nur noble Absichten und dann wurde sie von ihrem Pferd verprügelt und hat die Freiheit des Autofahrens kennengelernt und so und jetzt macht sie Lobby für Gazprom oder sowas. Für Pferdesalami. Bist du mit Pia in einer WG? Pia? Sind wir in einer WG? Ich wurde gefragt, ob wir in einer WG leben. Ja. Ihr Ficken. Macht man das in WGs? Glaub nicht. Ich? Ach so, dann ist glaube ich keine WG. Ich glaube, wir haben noch genug Zeit für eine Runde. Ja, dann lass uns neu starten, oder? Bevor wir jetzt hier noch weiter vor uns hinsterben. Dann kann auch niemand behaupten, dass wir verloren haben. Weil. Das stimmt. Scheiße, wobei, wenn doch, man kann aufgibt, man, dann heißt einzige, Niederlage akzeptieren. Ja. Hallo Sie! Hä? Sie müssen jetzt sterben. Wie habe ich das gerade gemacht? Ich habe keinen Waschlappen mehr, ne? Ein Waschlappen wäre eine gute Sache, wenn ich einen hätte. Ich glaube, ein Waschlappen wäre eine gute Sache. Ich wasche mich, glaube ich, auch irgendwann mal. Ach, das Hochzeitsauto ist von Shoyuka. Das ist ja nicht richtig ein Hochzeitsauto. Kroggy hatte so diese lustige Idee mit statt just married, just one. Das ist nicht schlecht. Und das ist halt peinlich, weil ich werde Letzte werden. Hey, aber das wissen wir noch nicht. Aber es hatte süße Bommel und ich bin total happy, dass die zumindest eine Runde gehalten haben. Und wie viele Augen schauen hier auf die Strecke? Also wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also. Es hilft nicht. Und ich freue mich sehr, wenn ich ein paar Horizonte erweitern kann. Zwischen den unzähligen Horizonten, die ich offensichtlich persönlich attackiere, angreife, verbrenne und danach esse. Ich esse unfassbar gerne Horizonte. Ich bin vegetarisch, aber nicht, was die Horizonte und Perspektiven von Menschen angeht. Die schmecken richtig gut. Gegrillt. Mit rustikaner Gewürzsalz. Oh, ein paar Haschischkekse essen hier gegen die Anspannung. Ist gut. Was habe ich da? Wen habe ich da gemobbt? Ich bin immer nur beleidigt von Pia. Was hab ich da? Ich werde immer nur beleidigt von Pia. Brauchst du ein Tampon? Also, ich habe kein Tampon, aber funktioniert das mit der Küchenrolle auch? Die ist richtig weich, also. Das ist einfach, ich klicke irgendeinen Clip von mir an und ich mobbe jemanden aus dem Stream. Sehr schön. Mobbe jemanden aus dem Stream. Ich höre mich selber reden. Schön. Nein. Geh weg. Lass mich mal bei unserer Hütte gucken, was wir überhaupt im Auftrag haben und lasst uns einfach Waschlappen produzieren. Ich glaube, Waschlappen sind grundsätzlich eine ganz wichtige Sache, damit wir nicht die ganze Zeit stinken. Oh was, ich will doch gar kein Pferd sein.
Oh, doch, komm, wir machen Pferde-Action. Pferde-Action hatte ich gestern schon. Dankeschön. Ich wollte mich gerade bei mir selbst für die 10 Subs verschenken. Die weniger verstörend sind. Jetzt guck dir mal den Clown nochmal an. Was habe ich gerade gesagt? Habe ich gerade. Ja, und? Zu mir grundsätzlich, ich bin 24. Ich musste gerade nachdenken. Ich bin so verschlafen, dass ich einfach völlig vergessen habe gerade, dass mein Stream schon nebenbei läuft. Eine These geht dahingehend, dass die Möglichkeit, Leben zu erschaffen, einer der Mitgründe ist, warum Frauen dann letztendlich 10.000 Jahre lang diskriminiert wurden. Meine Rollo hat sich wieder verabschiedet. Ich hasse dich, du Arschloch. Ja, ja, er kriegt noch 10 Subs von mir. Wenn wir das so nehmen, dann kann jede Waffe ein Riesendildo sein. Da finde ich die andere Waffe, die diesen glühenden Leuchtstab mit Blitzen dran, kann genauso gut ein Riesendildo sein. Was? Was für Dildos? Ach, Quatsch, nicht. Was, also die eine Waffe würde aussehen wie eine. Jetzt werde ich aber auch hellhörig. Nochmal ganz kurz. Also ich bin kein, ich habe kein 14-jähriges Gehirn. Ich muss nicht sofort fragen, was los ist, wenn es um Sex geht. Aber was für ein Dildo? Kirsti meint, die eine Waffe sieht aus wie ein Riesendildo. Aber welche? Da sind Stacheln dran und da ist so ein Gitter drum und da sind Pilze drauf. Also manche finden das exotisch. Ich glaube, das passt, denke ich, ganz. Mit deinem Glück wirst du von einem Bären umgeboxt oder so. Getreten, bitte. Getreten, nicht geboxt. Es nennt sich dann Bärenkuss, so wie Pferdekuss. Ach nee, die wollen da. Man muss da so schieben irgendwie. Kann man da helfen? Das ist eine gute Frage. Naja, der eine hat das jetzt auch nicht gemacht. Oh mein Gott, ich wurde erschlagen. Von der Säule. Meiner ist für euch fertig, meiner ist für euch fertig. Sie wirft auf mich. Meiner ist fertig. Oh mein Gott. Ich bin Gott des Dodgings. Weisheiten mit Maurice. Ja, man muss schon immer nur auf die ganz Schwachen. Das ist schon die oberste Regel des Plünderns. Wenn der andere das Potenzial hat, sich zu wehren, dann ist es das falsche Ziel. Okay, nee, ich glaube, da kannst du nur so Pfeile nach Dingsen, wenn du einen Bogen hast. Nein, 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 nein. Heute nicht. Ich bin heute einfach nur ein Gamer-Grill. Heute sitze ich hier, baite Subs und spiele Spiele, die ich nicht kann. Ich bin Speedpinklerin. Wenn es Pinkeln als olympische Sportart geben würde, würde ich gewinnen. Ich würde Gold machen. Ich habe meine Rollo immer noch nicht montiert. Sie sind immer noch nicht montiert. Es ist nicht mal böse gemeint. Ich habe es tatsächlich auch nicht aufgeschoben. Wirklich nicht. Ich hatte einfach nur heute in der Früh geguckt, weil ich habe ja über Nacht, ich habe einfach nur die Fixierung über Nacht angeklebt und wollte es trocknen lassen. Und es ist ein bisschen fester als gestern, aber immer noch nicht so richtig. Also dachte ich, ich gebe dem Ganzen noch einen letzten Tag zum Trocknen. Einen allerletzten Tag. Und wenn es morgen in der Früh nicht hält, wird gebohrt. Meine Gehirnzellen, die wenigen, die hier sind, die sind unfassbar krass. Also das sind kleine Gehirnzellen, Hochleistungssportler.